Daylight. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Ja. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Ja, sehe ich auch so. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Die Urmutter. Was? Allianz oder Horde? Hä? Horde. Irgendwo ist eine Energiezelle. Die putzt. Diese blöde Energiezelle. Geh mal weg, Kind, hier. Hau mal. Hier geht's irgendwie nie weiter. Mensch, spiel nicht auf Fange oder was?
Genau, hier ist der Gang. Und da haben wir auch die Energiezelle. Noch eine Energiezelle? Ich brauche nur noch eine, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Eine noch? Was soll ich denn hier herkriegen? Scheiße. Also waren es nicht 4, sondern 5. Oh, wer weiß. Aber wir haben sie erstmal. Aloy, du bist zurück. Tab? Aloy, also, bist du nun zurückgekehrt? Nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Lansra, es ist vorbei. Du musst mich durchlassen. Ich tu dir nichts. Seit meiner Erprobung habe ich erkannt, dass vieles auf der Welt weitaus böser ist als du. Identity-Scan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Nein, geh nicht in das Licht. Willkommen bei Eluxia Zelle 9.1. Du bist also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Was ist denn das? Höhlenmalerei. Ach du Scheiße. Ist das der menschliche DNA-Pool oder was? Also, hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Sie in der Matrix.
Nichts ist real. Hier sind noch mehr Höhlenmalerei. Ich würde mal gerade behaupten, die ist nicht die erste, die hier rausgekommen ist. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit. What? Was ist das? Sieht aus wie Kinderwiegen. Die Wiegen der Ursprungsanlage. Diese Dinger, die Multiservitoren. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Ein Kinderspielplatz. Ja, ein bisschen merkwürdig schon, ja. Was ist hier? Komische Spielzeuge haben die hier. Festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin! Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Hä? Blau ist die Farbe des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe vom Gras. Blumen. Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde. Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch. Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und zuckt euch aus. Klar, es ist eine Klonfabrik. Die Menschheit ist ja gestorben. Ach, hier ist auch noch einer. Ich muss euch leider entlassen. Aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen... Ist welche? Wir wissen es. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Genetische Identität. Natürlich haben sie sie gehasst. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie durch. Willkommen im Lyzeum, einem Ort des Lernens. Kann ich jetzt lernen, wie gesagt? Was war hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Das ist der Wissensspeicher.
Achso, ich muss hoch. Das klingt wichtig. Ja. Ich vermute, dass wir hier viel erfahren werden. Bin mal gespannt. Elizabeth. Es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie, damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die alle von ihnen halten soll. Sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest 2, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer. Und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten.
Bitterklamm. Hier unten gibt's irgendwie nichts. Identity-Scan-Fehlfunktion korrigiert. Olympia 9.1 Zugriff freigeschaltet. Das wird bestimmt interessant. Vergib mir! Vergib mir! Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Er ist Ausgestoßene! Jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte! Ich gehöre nicht zu euch! Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier. Überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Haben unseren Stamm niedergemetzelt. Aber die Gerechtigkeit der Urmutter wird sie treffen. Was hat sie im Berg gesehen? Deine Mutter hat sie im Berg gesehen.